Hallo zurück, liebe Freunde des gepflegten Gamings, hier beim Let's Play von Minecraft. Und ihr seht es schon, ja, ich bin mal gestorben, ich habe ein wenig rumprobiert. Seht ihr mit dem neuen Death Point? Ja, da unten, der stört mich nämlich auch ein bisschen. Ich habe ein bisschen rumprobiert, weil ich ein bisschen vorgearbeitet habe für die kommenden Folgen. Und das ist dabei rausgekommen. Ich bin einmal gestorben hier, weil ich einfach nicht aufgepasst habe. Aber das ist einfach mal so, wenn man halt hier im, Testmodus ist, da guckt man nicht immer drauf, dann macht man einfach mal. So, was haben wir vor? Ich guck mal gerade, was wir in den Kisten haben. Ja, ich will mit euch mal weiterkommen, in Vorarbeit auf die kommenden Tage. Und zwar die kommenden, ich weiß nicht gar nicht, welcher Folge wir sind. Ich glaube, wir müssten, wenn ich das jetzt ausstrahle, bei Folge 80 sein. Das heißt, wir hätten dann noch 20 Folgen. Ja, und dann haben wir eine 100 da vorne stehen. Ist das nicht Knorke? Naja, Knorke, ihr wisst schon, was ich meine. Ich finde es auf jeden Fall super, wenn wir bald eine 100 da stehen haben. Und das muss auch dementsprechend vorbereitet werden. Jetzt sehe ich gerade, dass die Musik aber auch dementsprechend nicht passt. Und da mache ich einfach mal was anderes an. Ja, ja, keine Sorge. Wie wäre es denn mal mit etwas tropische Gefilde? Na? Da kommt doch Stimmung auf, oder? Also, für dich zumindest. Ach, wisst ihr, was wir auch machen können? Wir könnten da unten einfach mal eine Workbench machen. Ach ne, die hatte ich ja schon. Haha, die hatte ich ja schon. Dann nutzen wir die einfach. Oh, dann nutzen wir die. So, einfach gestrickt sind wir mal wieder. Okay, wir machen uns noch ein paar neue Stickies. Keine Sorge, die werden gebraucht. Denn ich mache uns mal ein paar Leitern. Was hat er wieder vor, fragt ihr euch. Ja, und ihr werdet es auch bald wissen. Aber vorab lasse ich euch noch ein bisschen im Unklaren. So viel haben wir jetzt. 50. Ja, das dürfte passen. So. Alles total easy. Ich habe gesehen, wir haben noch ein Stück Fleisch auf der Tasche. Nicht, dass mir das irgendwie mal hier rausläuft und anfängt zu schimmeln. Wir tun es einfach mal in den Ofen rein. Den Samen können wir auch mal wegtun. Ach, ich bin hier ein bisschen auf... Aua! Oh, voll gegen den Latz bekommen. Ich bin ein bisschen im Aufräumen-Modus und im... Peaceful-Modus bin ich noch. Alles klar. Na, wollte ich noch gucken. Das sind Samen, das wollte ich nicht. Ich wollte den Weizen mal reintun. Ach ja, die Schienen könnte ich auch mal wegtun, weil da habe ich auch momentan kein Bedarf. Pass auf, die packe ich mal hier unten rein. Ja, es tut mir leid. Oh, hoppla. Es tut mir leid, ist ein bisschen unorganisiert, wirkt das zumindest. Aber ich habe mich etwas vorbereitet. Meint man gar nicht, aber ist wirklich so. Denn wir müssen uns ein paar Werkzeuge noch machen, damit wir dieses Projekt auch vonstatten bringen. Achso, guck mal, so auf das Old. Hau ich auch mal kurz da oben rein. Erze, genau. Gold. Hier. 10 Diamanten. Ist das nicht schön? Und guckt euch die Redstone-Arie immer an. Genial, oder? So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte mehr Werkzeuge machen. Mensch, ich sollte weniger labern und mehr machen, glaube ich. Aber habt ihr euch bestimmt auch schon alle mal öfters mal gedacht. So, wir machen jetzt noch zwei Spitzhacken. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Den Dreck tun wir mal auf diese Seite. Und... komm. Eine mehr. So. Nein, ich pack das mal alles schön... Ach Gott, sieht das aus hier. Total Huddel, Kuddel, Muddel, Duddel, Fluddel. So, und dann machen wir uns noch eine Schippe noch mit dabei. So. Wie viel Dreck habe ich in der Tasche? Das ist ja ekelhaft. Naja, vielleicht können wir den gleich mal gebrauchen. Ich bin mir sicher, dass wir den gebrauchen werden. Genau wie die Stiefchen. Fressalien haben wir auch dabei. Pass auf. Ach, das ist ein Steak. Ja, stimmt. Rohes Rindfleisch. Packen wir es mal hier in die Kühltruhe, damit es uns nicht schlecht wird. So, dann können wir die Eimer gebrauchen. Die... Was? Achso, ich dachte, hier wäre jemand drin gewesen. Dabei waren das nur die Tierchen, unsere lieben Tierchen. So. Okeli. Und so. Dokeli. Alles klar. Ich habe was vor mit euch. Das wird hier hinten stattfinden. Moment, ich mach die Musik mal kurz ein bisschen leiser. So. Ja, es wird, wie gesagt, hier hinten stattfinden. Das will ich hier mit euch machen. Pass mal auf. Ich mache hier mal gerade. Bringe ja ein wenig Licht ins Dunkel. So. Hat mich auch schon gestört, dass hier kein Lichteinfall ist. Ja, das Bett. Bauen wir uns das mal woanders hin. Pass mal auf, das Schwein machen wir gerade hier oben und das Bett hier hin. Ja, ja, ja. Alles ist gut. Ich weiß, was ich tue. Zumindest meistens. Naja.
Okay, wie wollte ich es machen? Wie hatte ich es vorgehabt? Pass auf. Genau, ihr seht schon den Death Point. Das ist ganz tragisch. Da unten bin ich mal gestorben. Müsste ich eigentlich auch ausschalten können, oder? Ja, geht bestimmt. Ich habe mich schlecht vorbereitet, aber wir lassen die mal als Hilfestellung einfach mal da. So, Schuppe der Hand und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einmal hier. Zack. So, wo hatte ich das gemacht? Ich glaube, ich bin hier runtergegangen. Oder hier? Ich weiß es gar nicht genau. Ist auch nicht so tragisch, aber was wir jetzt vorhaben, das ist einfach uns einfach mal in die Tiefe stürzen. Und das machen wir nicht wahllos, nein, das machen wir gezielt und strukturiert. Ja, ich habe mich etwas weitergebildet. 1, 2, 3, nee, nochmal. 1, 2, 3, 4. Gut, dann ist das hier eine Nummer. 5, toll. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, da wären wir schon. Das war's. Lasst euch von mir nicht immer verarschen. Natürlich war es das noch nicht. So, alles klar. Das war's auch noch nicht. Ich wollte einfach nur, versteht schon. Ich wollte nur das Eisen haben. Die Gier war wieder so groß. So. Jetzt machen wir das Loch hier mal zu. Die Löcher mal zu. Okay, jetzt sind wir 25 in die Tiefe gegangen. Jetzt buddeln wir uns erstmal wieder hoch. Klingt komisch, ist aber so. Na, ich will ja nicht mich dann wieder freigraben. Jetzt haben wir ja schön viel Leiter auf Tasche. Da sollten wir die auch mal nutzen. So. Na, der war natürlich unnötig. Ja, das wird so ein bisschen unser neues Mammutprojekt. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß dran wie ich. Im Gegensatz dazu müssen wir nichts zumachen. Aha. Überleg gerade, wie ich das noch gemacht hatte. Aber ich kriege das irgendwie hin. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier sollte es eigentlich sein. Dann machen wir hier mal einen Erdblock wieder zu. Zu. Du kommst weg. Oh, das Telefon geht. Ich muss eine kleine Pause, Aufnahmepause machen. Bis gleich. So, nach diesem störenden Telefonat sind wir wieder zurück. Wir befinden uns aktuell hier im Baumodus. Ja, in dem Baumodus sind wir. Denn nachdem wir die letzten Male eine Höhle mehr oder weniger, eher mehr, erfolgreich durchforstet haben, habe ich vor, mit euch mal hier etwas Neues zu bauen. Und zwar machen wir hier in dieser Sumpflandschaft, unsere Sumpflandschaft, etwas schöner. Ja, das können wir natürlich nicht, indem wir hier mit dem Vertikutierer mal drüber gehen. Nein, das müssen wir leider unterirdisch machen. Ja, der Clever unter euch wird schon wissen, was passiert. Aber ich sag mal nichts. So, wir gehen hier einfach mal lang. Gucken, wo wir rauskommen. Und zwar 15 in diese Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das ist natürlich super. Aber wir haben ja Erde dabei. Das ist ja alles kein Problem. Ja, machen wir das mal so. Machen wir hier zu. Ihr könnt natürlich auch so machen. Dann haben wir hier 14. Aber das wäre blöd, weil hier ist dann genau die Mitte. Also habe ich mich gerade wieder umentschieden. Ja, so spontan. Rupp, geht das hier manchmal. Alles klar, ja. Dann würde ich sagen, füllen wir das Ganze hier etwas auf. Geht das? Geht das? Geht das? Das muss gehen. Das hat zu gehen. Komm, schon, komm, klick. Ah, das klick, klick. So. Ja. Ich glaube. Oh, das war knapp. Ich habe gedacht, ich hätte mir jetzt hier mal ordentlich hier auf den Latz gelegt. Aber es funktioniert. Also, das hier wird eine Folge sein, in der wir sehr viel bauen werden. Und auch die kommenden Folgen, wie gesagt. Also, bereitet euch schon mal drauf vor. Wir haben lange nichts mehr gebaut und ich finde, das muss mal wieder sein. Mensch, haben wir fetzige Musik hier am Start heute. Muss ich schon sagen. Also da ist die Auswahl etwas besser als zuletzt. So, jetzt zähle ich hier auch nochmal ab. Das müssten dann auch nochmal mal überlegen. Das müssten dann... Okay, ich hab's. 1, 2, 3... Nee, war nicht wahr. Entschuldigung nochmal.
Wir zählen ab hier los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nee, so lang war ich nicht. Geh nochmal zurück. Oder? Ich habe das Gefühl, beim letzten Mal war ich irgendwie ein bisschen anders. Und das würde ich auch gerne wieder machen. Also, komm her, Fackel. Denn das ist ja Quatsch. Wir gehen einfach mal zwei hier rüber. Eins. Mal gucken, wie viele es von hier aus sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann machen wir einfach mal das Ganze nach da. Alles kein Problem. Alles ganz easy. Dann haben wir nämlich hier... Also... Es wird dunkel. Ach nee, dann seht ihr nichts. Hey, hey, hey. Ich mache morgen weiter. Hauen wir erstmal in die Koje. Hier unsere Fischhütte. Da haben wir auch seltenst über Nacht. Tit. So. Alles klar. Jetzt ist es wieder hell. Und ich muss sagen, die Musik gibt mir doch wieder etwas auf den Senkel. Moment. Gucken, was jetzt als nächstes kommt. Nee. Nehmen wir mal diese hier. Ach, das ist doch gute Morgenmusik. Okay, Lee. Dann nochmal aufs Neue. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Das Ganze hier weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ist der Baum, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jawohl, ich erinnere mich. So sah das besser aus. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt. Denn wir müssen uns hier etwas rumbauen. Rumfiddelumbauen. Aber auch das ist für uns gar kein Problem. Wie gesagt, wir sind ja flexibel. Ja, wie gesagt, Baumodus, da ist auf jeden Fall wenig mit Labern. Aber ich versuche mir da ein paar Themen aus dem Stegreif natürlich wie immer wundervoll zu präsentieren. So, jetzt gehen wir einmal hier rum. Ich baue einfach mal hier rüber. Ich habe jetzt nicht... Obwohl, können wir ja schon mitzählen, wa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, na, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und die, ja, was war das noch? 30. So, jetzt haben wir ja noch einen kleinen Steg gemacht. Wobei ich sagen muss, das ist eigentlich nicht so wichtig. Denn, jetzt gehen wir hier nochmal weiter. Machen wir das einfach mal von hier aus, ist ja alles total entspannt. Eins, nee, Quatsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 10, 11, 12. Na. 13, 14, 15. So. Und das Ganze gehen wir jetzt da hinten rüber. Müssen wir aber noch einen Dreckklumpen nehmen. Jo. So. Jetzt brauche ich erstmal nicht zählen, aber ich, halt. Lup. Na, komm schon. Komm schon, kleiner Mann. Tu, was ich sage. Ah, nee, ich zähle nicht. Ich gehe einfach hier rüber. Ich glaube, es wird auch gerade ein bisschen zu groß. So hatte ich das nämlich nicht vorab mal gebaut. Aber kein Problem. So, jetzt müssten wir auf jeden Fall da rauskommen. Jawohl, kriege ich das so schnell hin? Ja, perfekt. So.
Das ist nur für mich, das ist also unser Terrain, was wir dann dementsprechend so bebauen werden. Alles klar. Das ist nur, dass ich die Abmaße hier mal so wieder drauf am Trichter habe. Sonst komme ich etwas leichter durcheinander. Okay, also. Überlegen. Ich bin aber ein Honk. Ich bin ein Honk. Ich muss gerade nochmal nachgucken. Einen Moment, bis gleich.